Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Bullshit-Resistenz an der UdK. Heute Vorlesung 5, Verschwörungstheorien. Und ich fange mit einem lustigen Beispiel an, mit den Reptiloiden. Und der Frage, wird die Welt von Echsenmenschen kontrolliert? Ich sehe noch keine Meldung hinten. Und das ist eine These, die hat ein Verschwörungstheoretiker David Icke oder Icke aufgestellt, 99. Er sagt, es gibt so Reptiloide, auch genannt Archons und Anunnaki, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Sie kontrollieren die Erde in menschlicher Form, sind aber eigentlich Reptilienwesen. Also sie sind so eine Art außerirdische Formwandler, die sich nur so eine menschliche äußere Hülle übergestülpt haben. Unter der Hülle lebt die Echse. Die bilden die babylonische Bruderschaft, aber auch die Illuminati. Man könnte auch einfach sagen, das ist die Elite. Sie manipulieren wichtige Weltereignisse, wie zum Beispiel 9/11, das hat er später hinzugefügt. Und sie wollen die Menschen grundsätzlich in Angst und Schrecken versetzen, weil sie von dieser negativen Energie der Angst leben. Sie leben aber auch an anderen Textstellen von Menschen, Fleisch und Blut. Ja, aber auch von Angst. Und dazu gehören viele Prominente, das wusstet ihr vielleicht noch nicht, Obama, Königin Elisabeth II., Mark Zuckerberg, Beyoncé und noch ein paar mehr. Und die streben so eine faschistische neue Weltordnung an, insgesamt, the New World Order wollen sie etablieren. Außerdem wollen sie natürlich noch die Redefreiheit abschaffen, weil das gefährlich ist. Für sie. Sie wollen nicht, dass man darüber spricht. Und es gibt auch relativ viel Evidenz laut Icke für diese Reptiloiden. Ich habe mal so ein bisschen von dieser Evidenz, ja, das sind Anführungsstriche oben, ich mache die Gimmes von der Seite, Evidenz. Ja. Ich sage noch ein paar Elemente dieser Verschwörungstheorie. Also es geht da irgendwie um, wenn man sieht, wie diese aufgebaut ist, es geht irgendwie um Macht und Autorität und Machtverlust und Kontrollverlust. Also irgendwie haben die Reptiloiden Macht und wir haben wenig Macht, das ist zumindest seine These. Man sieht, was auch typisch ist für viele Verschwörungstheorien, ist so ein antisemitisches Element. Die neue Weltordnung, Zuckerberg und noch so ein paar andere Beispiele deuten darauf hin, dass es irgendwas vielleicht auch mit dem Judentum zu tun hat oder es wird zumindest angedeutet. Das ist typisch für Verschwörungstheorien. Es gibt Parallelen mit der Popkultur, gibt es auch bei fast allen Verschwörungstheorien, nicht nur bei dieser, sagen wir mal, etwas abgefahrenen Verschwörungstheorie, sondern auch bei vielen anderen. Ich weiß nicht, ob jemand den Film They Live, ich glaube, Sie leben auf Deutsch, von John Carpenter kennt. So ein, eigentlich ein Filmklassiker, gilt als B-Movie, ist aber vielleicht sogar ein A-Movie, ein Film, wo sich auch die Oberschicht eigentlich aus Außerirdischen besteht, die irgendwie so getarnt sind und sich als Menschen ausgeben. Das kann man dann herausfinden. Aber vielleicht auch die grauen Männer bei Momo. Ich weiß nicht, ob jemand Momo kennt von Michael Enders Buch. Da gibt es die Bösen, das sind die grauen Männer. Die sind auch so ein bisschen so ähnlich, ne? Die wollen auch irgendwie die Welt beherrschen und führen was Böses im Schild. Oder X-Files war so eine Trash-Sendung der 90er Jahre, aber da ging es auch ständig um so Verschwörungen. Also es gibt es in beiden Bereichen in der Popkultur, ne? Das beeinflusst sich vielleicht sogar gegenseitig. Es gibt historische Verweise, komme ich gleich noch dazu, und auch eine Validierung. Es war schon historisch immer so. Wir finden frühe Zeugnisse dafür, für diese Verschwörung. Verschwörungstheorien haben auch oft dieses Element, dass sie irgendwas erklären können. Also warum gibt es Leid in der Welt? Warum geht es uns so schlecht? Weil es da diese Elite gibt, die was Böses im Schilde führt. In dem Fall sind es Reptiloide. Erklärt auch ein bisschen, warum wir vielleicht Angst haben sollten oder Extremformen von Angst, Paranoia gegenüber anderen Leuten, dass sie vielleicht die falschen Absichten haben, vielleicht weil sie vielleicht Echsenmenschen sind. Und so Elemente aus der Esoterik, aus dem Okkultismus und der Pseudowissenschaft, reden wir nochmal ausführlich drüber in späteren Sitzungen, aber so die Idee, dass es Energien gibt, zum Beispiel, dass Angst eine Form von Energie ist, die man irgendwie wie so ein Vampir aufsaugen kann und sich davon ernähren kann. Also wie der Vampir sich von Blut ernährt in der kulturellen Vorstellungen ernähren sich diese Echsenmenschen ja unter anderem von unserer Lebens-, also auch Blut natürlich auch, klar, aber auch von unserer Lebensenergie, die durch die Angst rausströmt.
Ich habe gerade ein bisschen Vorstellung gemacht. Jetzt komme ich zu den Belegen für die Reptiloiden. Welche Belege gibt es? Es gibt zum Beispiel eine Darstellung, das ist hier aus dem 17. Jahrhundert, wie sich Forscher damals den Himmel vorgestellt haben. Und da sieht man auch schon so, dass da am Himmel, am Horizont, in den Sternbildern gibt es da so eine riesige Schlange. Das ist doch schon so ein Hinweis darauf, dass Außerirdische und Reptiloid sind. Es gibt Figuren aus Mesopotamien mit die frühesten Figuren, die Menschen gemacht haben. Wenn man die sich so ein bisschen genauer anschaut, ne, die haben so echsenähnliche Gesichter, so langgezogene Augen und irgendwie sehen die gar nicht so menschlich aus. Vielleicht ist das ein Beweis dafür, dass damals schon solche Echsenmenschen existiert haben. Dann gibt es auch Fotobeweise. Manchmal gibt es Fotos, ne, die kommen dann so raus. Das war bei irgendeinem Staatsempfang. Ich glaube in Israel, aber dann ist da irgendein Wachmann im Hintergrund und der Winkel der Kamera, das war in den USA vielleicht auch, und der Winkel der Kamera ist so, dass der irgendwie echsenähnlich aussieht, ne? Verdächtig. Hier manchmal, die Echsenhaut kommt auch manchmal durch bei diesen Echsenmenschen. Und es gibt ein Video von Mark Zuckerberg, er hat so ein, die Zunge kommt manchmal bei ihm so raus. Und wenn man sich das alles anguckt, ist natürlich, da muss schon sehr paranoid sein, um das so zu deuten. Ist vielleicht auch nicht alles ganz ernst gemeint, ja, ist ein bisschen spaßig, aber man sieht so ein bisschen das Muster, wenn man einmal annimmt, das ist wirklich so, dann wird man vielleicht so ein Foto, das sind oft so Fotofehler, die entstehen, ne? Das sieht so aus, als ob hier irgendwie was drunter ist. Entweder vielleicht hat das was mit dem Make-up zu tun, oder es ist einfach ein Fehler der Auflösung der Kamera. Kann sein, durch Vergrößerung oder so passiert das. Manche Leute haben einfach vielleicht so einen kleinen Tick oder so mit der Zunge. Wenn sie nervös sind, kommt die Zunge halt so raus. Figuren sehen nie so naturalistisch aus. War irgendwie schwer. 5000 vor Christi konnte man noch nicht so gut naturalistische Gesichter formen. Und auch auf solchen Fotos von Weitem sieht manchmal, kennt ihr auch, manchmal sieht man komisch aus auf dem Foto. Und die Schlange ist eins der häufigsten, ein gefährliches Tier. In allen Kulturen ist das so. Die Schlange ist ja oft giftig. Also, dass man die Schlange oft auch in der Darstellung irgendwo findet, ist auch irgendwie naheliegend. Also, Belege sind natürlich keine echten Belege, aber wenn man so ein bisschen so den Blick oder die Perspektive eines Verschwörungstheoretikers hat, dann macht es einen vielleicht geneigt, nach solcher Evidenz zu suchen. Und vielleicht nicht nach den widerlegenden Erklärungen zu suchen oder den Alltagserklärungen, die sagen, naja, es ist einfach ein Zufall. Ist noch ein lustiger Beleg, das hat keiner ernst gemeint, aber wenn man es jetzt so anschaut, das ist das ganze Team von Mark Zuckerberg, die sehen alle so ein bisschen komisch aus, das geisterte auch mal rum vor so einem Jahr oder so. Tatsächlich ist es einfach mit einer App bearbeitet, das Originalbild sieht so aus und wenn man ein Bild mit einer App bearbeitet und sagt, so eine App, die macht das Lachen weg, und bei manchen funktioniert es ganz gut, aber manche sehen dann auch so ein bisschen gruselig aus. Aber auch, das darf man auch nicht unterschätzen, es gibt auch eine antisemitische Parallele bei dieser Vorstellung der Reptiloiden. Es ist kein Zufall, dass die Bösen oft gefährliche oder eklige oder unangenehme Tiere sind. Also immer wenn man eine Gruppe dehumanisieren möchte, als unmenschlich darstellen möchte, hat man oft Tiervergleiche gewählt in der gesamten Menschheitsgeschichte. Das ist relativ kulturunabhängig. Ja, es gibt da lange Traditionen und das ist jetzt die Darstellung von einem Rothschild aus dem 19. Jahrhundert. Das ist eine Familie von teilweise sehr einflussreiche Bankiersfamilie, eine jüdische Familie. Und schon im 19. Jahrhundert, so 30 Jahre vor dem Nationalsozialismus in Frankreich, wird Rothschild jetzt als so ein Monsterwesen dargestellt, das einerseits auch so Krallen hat, wie so eine, vielleicht so eine Fledermaus, ein Vampir, aber auch so Reptiloid und die Welt umspannt, also die ganze Welt an sich reißen will, wie so ein höheres Wesen, also genauso wie diese Reptiloiden. Und es ist auch irgendwie widerlich, ne? Wenn man solche Hände hätte, das ist jetzt irgendwie nichts Positives. Also genau hier auch so, Entmenschlichung durch Tierdarstellung ist typisch für den Antisemitismus. Die Emotionen, die aktiviert werden, sind Angst und Ekel, das sind die beiden Emotionen, die uns fernhalten von Dingen, vor was wir Angst haben, wovon wir uns ekeln. Das sind eigentlich Schutzemotionen, die sagen, damit möchte ich nichts zu tun haben.
Die kann man aber sehr gut verwenden, um Menschen als minderwertig oder unmenschlich darzustellen. Ne? Auch mit so einem möchte ich, der so schlimme Hände hat, will ich nichts zu tun haben. Und es ist sogar so, dass Menschen dann auch eher bereit sind, Gewalt anzuwenden, wenn ein Mensch oder eine Menschengruppe entmenschlicht wurde, als nicht vollwertiges Wesen dargestellt wurde. Also Studien zu Genoziden von den frühesten Anfängen der Menschheit bis in die Gegenwart zeigen, dass immer eine Taktik ist, den Gegner oder die gegnerische Gruppe als unmenschlich, tierisch, ne, als Kakerlaken, als Schlangen, als Ratten, als Bazillen. Das sind typische Vergleiche, weil die das irgendwie leichter machen, dann auch extreme Gewalt anzuwenden. Also diese Parallele gibt es und auch zur Popkultur. Das Bild ist so ein bisschen, sieht ein bisschen komisch aus hier, aber das ist dieser Film They Live. Ein, wie gesagt, Filmklassiker. Und da ist die Geschichte so, dass ein einfacher Arbeiter findet so eine Sonnenbrille. Und wenn er die aufsetzt, sieht er plötzlich, dass einige Menschen, vor allen Dingen die Reichen und Erfolgreichen, die sehen in Wirklichkeit so aus. Wenn er sie absetzt, sehen sie ganz normal aus. Wenn er sie aufsetzt, sieht er, wie die Welt wirklich ist. Ja, das ist die Brille, durch die er hindurchblickt und die ihm die Welt zeigt, wie sie wirklich ist. Und er sieht überall in der Werbung, wird ihm gesagt, gehorche, unterwerf dich, unterwirf dich, sei Konformist, konsumiere. Ja? Also offenbar diese Elite beherrscht uns durch unbewusste Manipulationen. Und sobald man aber die Brille aufsetzt, sieht man, wie die Welt wirklich ist. Aber das sind auch irgendwie so, nicht Reptiloide, aber irgendwie hässliche Wesen, die sich nur so eine menschliche Gestalt übergestülpt haben. Also bestimmte Elemente, es hat irgendwas mit Moral zu tun, mit Macht zu tun, mit kleinen Gruppen, die die Welt beherrschen. Und das, was passiert, ist nicht auf den ersten Blick sichtbar. Das sind so typische Motive, die Verschwörungstheorien aufnehmen. Die sind dann teilweise bunt und wild gemischt. Dieser Icke hat eigentlich alles, was man so an anderen Verschwörungstheorien findet, packt er auch noch in seine rein. Das ist ihm egal, der tourt durch die Welt, der füllt damit Stadien nicht, aber hat gut Zuschauer und kann gut davon leben, dass er den Leuten diese Geschichten erzählt. Und ein bisschen Anklänge an Dinge, die man schon kennt, Geschichten, die man gehört hat, Filme, die man gesehen hat, andere Geschichten, die man gehört hat, gibt es auch immer so, dass es auch dann so Aha-Erlebnisse gibt. Deshalb ist natürlich jetzt, oder immer bis zu dem Punkt, erstmal nur so, dass erstmal so als Einstiegsgeschichte, Reptiloide ist jetzt nicht die absolut bekannteste und dominierende Verschwörungstheorie, wir gucken uns gleich noch andere an, aber es ist sozusagen eine, wo man ganz gut so sehen kann, wie diese ganzen Mechanismen funktionieren. Jetzt kann sich natürlich die Frage stellen, was sind denn eigentlich Verschwörungstheorien? Was sind die Grundelemente von Verschwörungstheorien? Man kann das ganz gut. Barkun hat das gemacht, ein ganzes Buch dazu geschrieben, zu den verschiedenen Arten von Verschwörungstheorien, hat so geguckt, was sind so die gemeinsamen Elemente und was steckt so dahinter. Und man kann sagen, es gibt so drei Elemente, die so typisch sind für eine Verschwörungstheorie, so als Merksatz. Einmal sagt der Verschwörungstheoretiker, nichts ist, wie es scheint. Wenn ich die Brille aufsetze, wie gerade, dann sehe ich, wie die Welt wirklich ist. Oder wenn ich dieses Geheimwissen habe, das nur eine kleine Gruppe hat, dann wissen wir, was wirklich hinter dem steckt, was wir sehen. Ne? Buchstäblich unter der menschlichen Haut steckt etwas anderes dahinter, nämlich ein Reptilienwesen. Oder hinter den Entscheidungen, die hier stattfinden, stecken eigentlich die Entscheidungen, die von Strippenziehern in einem Hinterzimmer gefällt werden. Also das erste, nichts ist, wie es scheint. Das zweite ist, hinter allem steckt ein Plan. Also immer wenn was passiert, auch wenn es nur wie Zufall aussieht, die Strippenzieher haben das so geplant. Da steckt ein großer Masterplan dahinter. Und das dritte ist, diese Idee für das Leid der Welt und speziell auch für mein Leid, wenn ich Verschwörungstheoretiker bin, ist eine kleine Gruppe von mächtigen Strippenziehern verantwortlich. Hat schon Karl Popper so formuliert, von dem auch der Begriff Verschwörungstheorie kommt. Also das ist ein Element, das man immer wieder sieht. Wie erklären wir, dass es Leid auf der Welt gibt? Da gibt es eine kleine Gruppe, die sind mächtig, arbeiten aber im Hintergrund, verbergen das auch alles und die sind für dieses Leid verantwortlich.
Und das, glaube ich, kann man ganz gut unterscheiden zwischen zwei Arten von Verschwörungen, für die verantwortlich sind. Und die kann man einmal nennen Ereignisverschwörung, also einzelne Dinge, die passiert sind, sind passiert, weil es da eine Verschwörung gab. Das ist ein Element, ich gebe gleich noch Beispiele. Und das zweite, das ist vielleicht ein bisschen tiefergehend, ist, das ganze System ist eine Verschwörung. Ja, die Welt, in der wir leben, die Weltordnung, nicht nur die einzelnen Dinge, die passieren, sondern die gesamte Weltordnung wird von mächtigen Eliten zum Beispiel oder solchen Ex-Menschen gesteuert. Kennt jemand so ein Ereignis oder eine Systemverschwörung, so Klassiker, die man immer wieder hört oder die ihr vielleicht schon mal gehört habt von jemandem? Ja? Ich weiß nicht genau, wie sie exakt funktioniert, aber es gibt doch irgendwie diese Kondensstreife von Flugzeugen. Ja. Ja, könnte auch eine Systemverschwörung sein. Das ist sind die Chemtrails. Also Chemtrails ist die Vorstellung, da wir gucken in den Himmel und früher gab es noch ganz wenige Streifen am Himmel, jetzt gibt es ganz viele. Klammer auf, die einfache Erklärung ist, es gibt einfach mehr Flugverkehr als früher, Klammer zu. Aber was die Leute, die so verschwörungstheoretisch denken, die meinen, dass in diesen Kondensstreifen, weil die auch so länger am Himmel bleiben oder sich manchmal verfärben und so weiter, dass da Chemikalien drin sind, die uns, ja, gefügig machen, ruhig stellen, mit dem man uns dominieren kann. Und da würde ich fast sagen, das ist eine Systemverschwörung, weil es halt dauerhaft auftritt. Und wer das glaubt, glaubt, das System, die böse Elite, benutzt das unter anderem, uns zu kontrollieren. In dem Film They Live von Carpenter ist es so eine Maschine, die uns die Welt vormacht. Und wenn man die abstellt, sorry, dass ich das jetzt spoilere, aber es nimmt den Spaß des Films nicht weg, wenn man die Maschine abstellt, dann kann man die Welt sehen, wie sie wirklich ist. Oder wenn man durch die Brille schaut, in dem Fall sind es die Chemtrails, ne? Die Spuren, die Kondensstreifen, die uns gefügig machen. Ein anderes Beispiel? Hier hätte sich gerade noch jemand gemeldet. Klassische Verschwörungstheorien, die man so mal schon so gehört hat. Ja? Dass die Mondlandung Aufnahme, ne, im Filmstudio war. Ne? Leute waren nicht wirklich auf dem Mond. So, vielleicht sogar der absolute Klassiker. Ah, ist auch bei mir auf Platz 1. Mondlandung ist inszeniert. Noch was? Noch ein absoluter Klassiker? Ja? Nochmal bitte? Erde ist flach. Flat Earth habe ich, kommt ein bisschen später, ja. Flache Erde. Die Erde ist gar keine Kugel. 9-11 ist auch noch so, ne? 9-11 war eine Tat von Insidern, Inside-Job. Also gibt es verschiedene Verschwörungstheorien, die sich um 9-11 ranken. Einmal, es war von den Amerikanern inszeniert, damit sie in Afghanistan einmarschieren können. Dafür haben sie 3000 ihre eigenen Leute getötet und die größte Katastrophe in ihrem eigenen Land ausgelöst, um in ein Land, anderes Land einzumarschieren, wo es noch nicht mal Bodenschätze gibt. Denn die Amerikaner haben sehr nichtige Gründe manchmal gehabt, um irgendwo einzumarschieren. Sie müssen niemanden von ihren eigenen Leuten töten. Ne? In Irak sind sie einmarschiert, haben einfach gesagt, die haben Weapons of Mass Destruction und sind einmarschiert. Also die Vorstellung, dass man in Afghanistan einzumarschieren, Menschen töten muss. Okay, also das ist eine Tat von Insidern gewesen oder dass die Sprengung, dass da ein Gebäude gesprengt wurde, gibt es auch noch so eine Dings. Auch so eine ganz typische, habe ich schon gesagt, eine Verschwörungstheorie ist, dass die Juden das Weltgeschick kontrollieren. Das wird manchmal nicht so ganz explizit gesagt, sondern manchmal die Zionisten, Rothschilds, Finanzeliten, George Soros mittlerweile, steht dann auch metonymisch stellvertretend dafür. Man drückt das dann vielleicht ein bisschen anders aus, aber am Ende steckt dasselbe dahinter. Damit ist nicht gemeint, dass man nicht Finanzeliten kritisieren darf, sondern wenn man für das Leid der Welt geheime Bünde verantwortlich macht, dann ist es, das ist dieses antisemitische Element, findet man in sehr vielen Verschwörungstheorien. Ach, Chemtrails, das ist jetzt das Beispiel. Dass Deutschland kein souveräner Staat ist, ist vielleicht nur eine Verschwörungstheorie. Dass es keinen menschengemachten Klimawandel gibt und das nur verwendet wird, um die Wirtschaft umzudrehen oder unser Leben umzudrehen, ist vielleicht auch noch so ein typisches Beispiel. Dass Covid-19 entweder erschaffen wurde oder benutzt wurde, um diese neue Weltordnung zu erschaffen, uns zu unterdrücken, uns zu zwingen, uns da zu impfen, dass wir dann vielleicht gechippt werden oder dass wir irgendwelche Masken tragen müssen.
Also das sind so typische Beispiele und manche sind Ereignisse. Covid-19 ist ein Ereignis oder auch 9-11. Aber oft wird das dann eingebettet in so größere Systemfragen. Ne? Wenn die Eliten sowieso alles kontrollieren und Einzelereignisse nutzen, um ihre Macht zu stabilisieren, dann können wir natürlich jedes weitere schlimme Ereignis, was es jetzt gibt, wieder die nächste Überschwemmung, die nächste Pandemie, die nächste Katastrophe auch wieder so deuten, dass da was anderes dahinter steckt, als man eigentlich glaubt auf den ersten Blick. Und das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, die digitalen Medien sind inzwischen Verstärker für Verschwörungstheorien, also spricht sehr viel dafür, komme ich gleich noch dazu, dass wir historisch so aufgeklärt sind wie noch nie und besonders selten im Mittel an Verschwörungstheorien glauben. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit haben Leute früher häufiger an Verschwörungstheorien geglaubt, aber inzwischen sind Verschwörungstheorien viel, viel sichtbarer als noch vor 30 Jahren. Und dafür gibt es einen einfachen Grund, das hat Michael Lewandowski oder Michael Lewandowski, das ist ein deutscher Forscher, der in England lehrt, hat das mal in einem Vortrag scherzhaft gesagt. Er hat gesagt, früher gab es in jedem Dorf einen Dorftrottel, der hat an eine Verschwörungstheorie geglaubt. Aber alle anderen in dem Dorf haben den halt ausgelacht. Und jetzt gibt es 20.000 Dorftrottel, die sich in einer Facebook-Gruppe treffen zur Flat Earth oder zu Reptiloiden. Und plötzlich sind das 20.000 Leute, die dieselben Meinung haben, sich gegenseitig bestärken oder verstärken, das Gefühl haben, ich bin nicht mehr alleine und sich dann auch in so eine Echokammer reinreden können. Und das ist ein neues Phänomen, das es früher nicht gab. Es war früher einfach schwierig, sich mit, wenn man seltene Meinungen hatte, sich mit Gleichgesinnten zu verbinden. Das ist heute ziemlich leicht. Dann gibt es auch noch so eine, wir haben schon über dieses Confirmation Bias gesprochen, ne, vorletztes Mal. Also wir haben alle die Neigung, wenn wir schon eine Theorie haben, nach Bestätigung zu suchen und nicht nach Widerlegung. Also wenn ich wirklich glaube, die Reptiloiden beherrschen uns und das Netz einmal anfange zu durchsuchen, könnt ihr ja mal machen, findet man immer mehr Bilder, die so ein bisschen so aussehen. Ne? Obama auf dem einen Bild, da sieht man doch auch was. Also überall glaubt man plötzlich Sachen zu entdecken. Und wenn man so ein bisschen so ein paranoide Suchfunktion einschaltet im Kopf, dann wird man besonders Bestätigungen finden im Netz, wo es alles gibt. Also egal, für was ich positive Bestätigung haben will, ich werde sie finden, egal für welche These. Auch das war vor 20, 30 Jahren ziemlich schwierig. Da gab es dann halt ein paar obskure Bücher, die man sich bestellen musste, aber man konnte nicht so gut Belege finden. Joseph Weizenbaum, der Internettheoretiker, sagt, das Internet ist ein Müllhaufen mit Perlen drin. Also ziemlich viel ist halt Quatsch, was es da gibt. Und wenn ich nach Quatsch suche und keinen guten Filter habe, finde ich dann auch ganz, ganz viel dazu. Ja? Ja, dass wenn man was sucht, also wenn man was denkt, also im Internet etwas sucht und das dann auch so sieht, hat ja auch ganz viel mit tendenziöser Interpretation zu tun, dass man, wenn man etwas sucht, auch gar nicht unbedingt, wenn ich der Meinung bin, dass es diese Verschwörungstheorie gibt, aber trotzdem sie google, dass ich dann Bilder, die ich sehe, doch schneller darauf interpretiere, dass es so ist, dass sie das andeuten, als sie aus einer neutraler Sicht zu betrachten und gleich, weil man dann möglicherweise sofort einen ganz anderen, viel logischeren Grund dieser Falten im Gesicht oder sowas sehen könnte. Einfach auch, weil man einfach so darauf man hat sich selbst darauf vorbereitet, so etwas zu sehen. Man hat sich selbst so kalibriert, könnte man sagen. Ne? Also dieses Confirmation Bias ist eine Form der selektiven Wahrnehmung. Ich habe eine Theorie und dann stelle ich diesen Wahrnehmungsapparat bei mir so ein, dass ich nur nach dem schaue, was spricht dafür und dann eben nicht mehr dieses Kritische sage, dass ich sage, ich sehe das Bild, Moment, ich bin ja wissenschaftlich ausgebildet, es könnte dafür sprechen, es könnte aber auch eine andere Erklärung geben. Wie plausibel ist es, dass es vielleicht einfach nur an dem Foto Algorithmus oder im Fotofilter liegt. Oder dass das Bild vielleicht auch gefälscht ist. Ja? Könnte ich auch noch mir überlegen. Ja? Oder dass es einfach Zufall ist, weil manchmal sieht halt ein Gesicht komisch aus. Ne? Jeder sah vielleicht schon mal ein bisschen reptiloid aus auf einem Foto, das man dann schnell gelöscht hat. Ja? Das passiert einfach. Genau, also würde ich sagen, das ist genau diese Selbstkalibrierung. Und was dann passiert oft ist, es gibt, lernen wir jetzt auch ja hier in der Vorlesung, es ist natürlich wichtig, kritisch zu denken und vor allen Dingen gegenüber Menschen, die Macht haben, kritisch zu sein. Also was macht guten Journalismus aus? Kritisch gegenüber denen zu sein, die an der Macht sind.
die in der Politik sitzen oder an den wichtigen Schaltstellen der Wirtschaft oder den Schaltstellen der Finanzen oder die aus anderen Gründen Macht haben, weil sie vielleicht in wichtigen Institutionen sind. Und es ist grundsätzlich erstmal eine positive Eigenschaft, dass wir kritisch sind, wenn Leute Macht haben, weil Macht kann natürlich missbraucht werden. Und wir sollten nicht alles für wahr halten, was uns so erzählt wird und was uns andere Leute erzählen. Also das ist erstmal eine gute Eigenschaft. Aber was da typischerweise passiert, ist, dass diese Grundhaltung ins Extrem umschlägt. Dass man da nicht sich überlegt, aha, hier bin ich kritisch, sondern dass dann alles, wenn es von den Mächtigen kommt, nur einer Verschwörung dient. Oder egal, was in der Politik gesagt wird, da steckt eigentlich immer was anderes dahinter, ohne dass man dafür weitere Evidenz hat. Also es ist der richtige Impetus, mit dem man losgeht, und dann biegt man ein bisschen beim kritischen Denken falsch ab. Deshalb, auf den ersten Blick ist das dann auch nicht unterscheidbar. Man denkt immer so, da gibt es ein Journalistenteam, die decken was auf, und die Verschwörungstheoretiker sagen doch auch, die sind auch so eine Gruppe, die wollen auch was aufdecken und sagen auch, da steckt was anderes dahinter. Also beide Gruppen wirken auf den ersten Blick strukturgleich, aber wenn man sich das natürlich genauer anschaut, ist das eine basierend auf Hinweisen, Evidenz, Zeugenaussagen, was auch immer. Da hat man echtes Material, und beim anderen schlägt es ins Extrem um. Okay, kommen wir mal zu den historischen Beispielen. Ne? Verschwörungstheorien, habe ich schon angedeutet, ist ja nicht ein neues Phänomen, auch wenn wir jetzt ein bisschen mehr darüber reden in letzter Zeit, sondern es gibt sehr viele historische Verschwörungstheorien. Ein Großteil der Menschen hat an Verschwörungstheorien geglaubt, von allem, was wir bisher so wissen. Es gibt keine quantitative Sozialforschung, die weit zurückreicht ins 19. oder 18. oder 17. Jahrhundert. Das heißt, wir haben da keine Umfragen gemacht, wir haben jetzt keine guten Ergebnisse, aber wir können so ein bisschen interpretieren, zum Beispiel davon, dass sehr gebildete Menschen, von denen wir es wissen, an Verschwörungen geglaubt haben. Ne? Kommen wir später noch dazu, Bildung ist eigentlich ein sehr starker Faktor, der einen davon abhält, an Verschwörungstheorien zu glauben. Wenn die gebildetsten Menschen im 18., 17. Jahrhundert an Verschwörungen geglaubt haben, unbelegterweise an Verschwörungen geglaubt haben, dann kann man davon ausgehen, dass alle anderen das wahrscheinlich auch gemacht haben. Und ein Beispiel, das ich hier rausgesucht habe, oder ein paar Beispiele, kommen aus den USA. Eins ist von Michael Butter, ein deutscher Historiker, der sich aber auch viel mit Verschwörungstheorien beschäftigt, und der hat in seiner Forschung nachgewiesen, dass Abraham Lincoln an eine Verschwörungstheorie in Amerika geglaubt hat, Slave Power Verschwörung nennt man die. Das ist die Vorstellung gewesen in den Nordstaaten, dass die Sklavenhalter in den Südstaaten, mit denen sie dann später in den Krieg gezogen sind, nicht nur die Schwarzen, sondern auch die weißen Amerikaner versklaven wollten. Und zum Teil hat das Lincoln auch geglaubt. Und aus der Angst heraus, war ein Faktor, sicherlich nicht alles, ich bin auch kein Historiker, ich kenne das jetzt nicht detailliert, ich gebe das nur wieder, aber es war ein Faktor, der dazu geführt hat, dass er diesen Bürgerkrieg geführt hat, Norden gegen Süden. Wenn ein gebildeter Mann wie Lincoln daran glaubt, der den besten Zugang zur Evidenz hatte, den man damals haben konnte als Präsident, dann kann man davon ausgehen, dass das nicht nur ein Einzelfall war, sondern wahrscheinlich sehr verbreitet war. Es gibt das hatten wir vorhin gehört, das Beispiel, die Flat Earth Society, die wurde gegründet im 19. Jahrhundert von Samuel Rowbotham, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, und die ist bis heute einflussreich. Bis heute gibt es Anhänger, die glauben, die Erde ist eine Scheibe. Einschließlich dieses einen verrückten Typen, der sich mit einer Rakete oder einer Kanone nach oben katapultieren wollte, um so hoch über der Erde zu sein, dass er von oben ein Foto machen kann, um zu zeigen, dass die Erde nur eine Scheibe ist. Ich weiß nicht, ob er das durchgezogen hat. Gucken, was mit ihm passiert, wenn er in den Weltraum geschossen wird. Aber der glaubt, er kann das empirisch mit einem Foto nachweisen. Das sind noch so Einzelfälle. Jack the Ripper kennt man vielleicht so aus Kinofilmen oder aus Serien. Da gibt es diese Geschichte, dass das vielleicht ein Adeliger war, der da sein Unwesen getrieben hat, dass der geschützt wurde von den Mächtigen. Der Mann mit der eisernen Maske ist auch verfilmt worden. Es gab einen Gefangenen, der so eine eiserne Maske aufhatte auf einer Gefängnisinsel. Es war auch die These, dass es vielleicht jemand aus einer adeligen Familie, vielleicht sogar der rechtmäßige Anwärter auf den Thron war, den man da geheim halten wollte. Aber es hat sich auch, war auch eine Verschwörung, die es damals gab. Dafür gab es keine Belege, ja? Ich kenne die Geschichte aus den drei Musketieren, da gibt es die Geschichte, dass der jüngere Sohn des französischen Königs
eigentlich dann König geworden ist und der eigentliche Thronfolger wurde sozusagen von irgendeiner Familie adoptiert, damit er es nicht rausfindet und hat es dann rausgefunden und dann hat der dann musste ins Gefängnis. Dann musste der Nicht-Thronfolger, der aber König war, dann so eine Maske aufziehen als Strafe. Das ist sozusagen die künstlerische oder ästhetische Adaption dieser Verschwörungstheorie, die es aber dann im 17. Jahrhundert schon gab. Ne? Und darauf basiert dann die Geschichte, also die fiktionale Geschichte, aber diese Idee, das hat sich halt rumgesprochen, man wusste nicht warum und dann kam gleich eine große Geschichte dazu. Und wenn man jetzt Verschwörungstheorie noch etwas weiter fasst, ja, also nicht nur so, wie ich es bisher beschrieben habe, dann kann man eigentlich auch sagen, dass fast alle Religionen mit Verschwörungstheorien arbeiten. Wenn man sich mal genau anguckt, was ist eigentlich eine Religion? Eine Religion ist etwas, eine Einrichtung, eine Theorie oder eine Geschichte, wo erzählt wird, es gibt mächtige Wesen, Götter oder einen Gott oder Dämonen, also irgendwie höhere Wesen, Reptiloide, die die Weltgeschicke lenken und auch, wenn was Schlimmes passiert, für das Leid verantwortlich sind. In sehr vielen Religionen ist es so, dass die Götter für das Leid verantwortlich gemacht werden. Also höhere Wesen, Hexen, Dämonen, Ahnen, Geister werden für das Leid verantwortlich gemacht, das Menschen zustößt, das oft unsichtbar ist, das sie nicht erklären können. Also es ist dasselbe Muster, dieselbe Struktur wie diese anderen Verschwörungstheorien auch. Nur dass man nicht sagt, die Zionisten oder die Eliten sind schuld oder die CIA, sondern es sind halt Götter und Dämonen. Und das andere Beispiel ist die Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit. Da hat man Frauen, die vielleicht gebildet oder mächtig waren oder einflussreich waren, auch für das Leid der Welt oder speziell von irgendwelchen Dorfbewohnern verantwortlich gemacht und auch behauptet, dass da irgendwas, dass sie mit dunklen Kräften arbeiten, mit Satan im Bunde sind, um gegen sie vorzugehen. Also dieses Muster, jemand hat Macht, benutzt die Macht heimlich gegen mich und das Leid kann ich damit erklären, was auf der Welt passiert. Das ist eins, was sich ziemlich durchzieht durch alle Verschwörungstheorien. Wenn man es ein bisschen weiterfasst, kann man das auch anwenden, zum Beispiel auf Religionen oder andere Kulturphänomene. Das ist eigentlich auch die Grundidee dahinter, ist die einer Verschwörung. Böse Strippenzieher lenken die Weltgeschicke oder die Dorfgeschicke im Verborgenen. Fragen noch dazu? Und dann kommen wir jetzt zu dem Teil, wo wir uns fragen, was zeigt eigentlich die Forschung? Das wird seit einigen Jahren jetzt sehr, sehr intensiv erforscht, Verschwörungstheorien, weil es auch mittlerweile vor allen Dingen in politischen Sphären jetzt auch wieder mal eine Rolle spielt. Jetzt fragt man sich, welche Eigenschaften müssen Menschen haben, damit sie eher geneigt sind, an so Verschwörungstheorien zu glauben? Also es gibt ja Leute, die glauben überhaupt nicht an Verschwörungstheorien, andere glauben sehr stark daran, hat vielleicht schon mal Kontakt gehabt mit jemandem, der sich so vielleicht auch mal so verstiegen hat, eine Verschwörungstheorie. Was weiß man eigentlich über die Anfälligkeit für Verschwörungstheorien? Und ich glaube, man kann, wenn man die Forschung so ein bisschen sortiert, zwei Merkmale unterscheiden. Ich nenne die mal tentativ Kognition und Motivation. Ich glaube, es gibt einen Bereich, den man untersucht, da geht es darum, welche mentalen, kognitiven Fähigkeiten haben Leute oder haben sie nicht, die sie geneigt machen, an Verschwörungstheorien zu glauben. Kurz gesagt, ist es ein bestimmter kritischer oder analytischer, wissenschaftlicher Denkstil, der ihnen fehlt. Das ist ein Aspekt, aber das ist nicht das Einzige. Der zweite Aspekt ist, dass Leute oft eine, wie ich glaube, moralische Motivation haben, an Verschwörungstheorien zu glauben. Und auch das hat die Forschung relativ gut untersucht. Also diese ganze Frage, wie gehe ich damit um, dass mir was Schlimmes passiert, dass andere Leute mehr Macht haben und dass mein Leben vielleicht nicht so ist, wie ich es gerne hätte. Das ist der, könnte man sagen, motivationale, vielleicht auch emotionale, obwohl das vielleicht ein bisschen schief ist, weil beide haben auch was mit Emotionen zu tun. Aber Kognition, Motivation, kann man sich ganz gut unterscheiden. Und ich gucke mir jetzt erstmal
Kognition an. Ja, also was sind die typischen kognitiven, intellektuellen, könnte man sagen, mentalen Eigenschaften, die Leute haben. Und ein Faktor ist dieser intuitive Denkstil. Ich werde noch mehr über Denkstil erzählen in den nächsten Sitzungen, aber das ist so, sind so Leute, die tendieren darauf oder tendieren dazu, sich eher auf den Bauch zu verlassen. Also Leute, die sagen, wenn ich irgendeine Entscheidung treffen soll oder wenn ich so ein Bild sehe, dann verlasse ich mich auf mein Bauchgefühl. Wenn mein Bauch mir sagt, ja, plausibel, dann glaube ich es halt und wenn nicht, nicht. Also die etwas nicht kritisch überprüfen, sondern nach ihrem Bauchgefühl gehen. Die sind etwas anfälliger für Verschwörungstheorien. Und dieses Bauchgefühl, das funktioniert ganz gut, normalerweise auch bei Alltagsbeispielen. Wir hatten das Beispiel Fenster, der Steinwurf zerstört die Fensterscheibe. Da sehen wir, aha, ein Steinwurf, eine Fensterscheibe, dann fällen wir ein Kausalurteil, das ist auch richtig, der Steinwurf hat die Fensterscheibe verursacht. Oder warum ist die Vase kaputt? Na, hat irgendjemand dagegen gehauen, Fußball gegen geschossen. Oder das Auto fährt mit dem anderen Auto zusammen, gibt es einen Unfall. Sowas können wir gut einschätzen. Also alles, was im mittelgroßen Nahbereich ist, mit dem wir täglich interagieren, so unsere, auf unserer Körpergröße, mittelgroße Objekte, Vasen, Autos, Fußbälle, Scheiben, Steine, da sind wir ziemlich gut darin, die Kausalität in der Welt zu erkennen und auch zu beschreiben. Und sobald Kausalität unsichtbar wird, wie zum Beispiel bei Viren, die wir nicht sehen können, jemand wird krank und wir sehen die nicht, man muss die aufwendig nachweisen, oder der Klimawandel, was sich über lange Zeit ausdehnt, also Sachen, die unsichtbar sind, die ausgedehnt sind in Raum und Zeit, irgendwas machen wir jetzt, was in 20 Jahren zur Veränderung der Lebensbedingungen führt, oder ganz viele Fehlentscheidungen auf dem Erdball führen zu einer Finanzkrise, aber man kann es gar nicht mehr festmachen, dass es diese oder jene Ursache war. Das ist ein ganz komplexes Zusammenspiel. Sobald wir das haben, also abstrakt, unsichtbar, raumzeitlich weit verteilt, können wir damit oft nicht mehr so gut umgehen. Das fällt Leuten schwer, solche Phänomene einzuschätzen und zu beschreiben, weil sie so stark abweichen von der Kausalität, die wir aus dem Alltag kennen. Tritt, Fußballschuss, Vase geht kaputt. Ne? Ich hau dagegen, es macht ein Geräusch. Ist klar, es kam von meinen Fingern. Das ist irgendwie leicht, da haben wir sofort das richtige Kausalurteil gefällt. Ne? Andere Dinge, Pandemien sind schwer zu verstehen und auch schwer zu beschreiben. Haben wir alle gemerkt in der Corona-Pandemie, muss man plötzlich mit ganz vielen Fachwörtern das erklären, mit Wahrscheinlichkeiten, Statistik. Es ist ein komplexes Zusammenspiel von vielen Faktoren. Es ist nicht so leicht zu verstehen und zu beschreiben. Also intuitiver Denkstil, der für Kausalität nicht so gut funktioniert, weil sie halt zu abstrakt, unsichtbar oder weit verteilt ist. Dann gibt es noch so eine Art Hypersensibilität für Ursachen, die Menschen haben. Also wir neigen auch dazu, immer zu denken, wenn was passiert, das kann ja kein Zufall sein. Das ist diese Idee, jede Korrelation ist gleich, da glauben wir gleich sofort, dass es Kausalität ist. Zwei Menschen sind in einem Flugzeug, das abstürzt und sie haben vor 20 Jahren, sind sie gemeinsam in dieselbe Schule gegangen. Kann kein Zufall sein. Die sollten umgebracht werden, weil sie vor 20 Jahren was entdeckt haben. Dass einfach manchmal zwei Leute im Flugzeug sitzen, die zufälligerweise in derselben Schule waren, weil es einfach statistisch so sein muss, wenn Leute fliegen, dass sich auch mal welche kennen. Das ist nicht die erste Erklärung, die wir geben. Wir wollen lieber eine Kausalerklärung haben. Und dann haben wir noch sowas, das nennt man Hypersensibilität für Handlungserkennungen. Also wir neigen dazu als Menschen, wenn irgendwas passiert, immer zu glauben, es sind Akteure, die da was gemacht haben. Also diese ganze Idee, dass es Hexen, Dämonen und Götter gibt, die dafür verantwortlich sind, wenn etwas passiert, was wir sonst nicht erklären können. Das Haus stürzt ein und die Kinder werden krank. Das sind so die typischen Gründe, warum in sehr vielen Religionen Götter, Ahnen, Dämonen verantwortlich gemacht werden. Weil unsere Alltagserfahrung ist, Menschen tun Dinge und verändern die Welt. Also ich nehme einen Stock, zerbreche den. Durch meine Handlung hat sich was in der Welt verändert. Jetzt passiert was anderes, das Kind wird krank. Dann wollen wir auch wieder ein handelndes Subjekt haben, ein höheres Wesen, eine Gottheit, die wir dafür verantwortlich machen. Also diese Idee, es passiert nicht einfach sowas, sondern das müssen handelnde Personen sein. Und in der
in den Religionen sind es halt Götter, Dämonen und Geister. Und in den Verschwörungstheorien sehr ähnlich sind es halt wenige Personen, Reptiloide, Eliten, Zionisten und so weiter. Das sind auch wiederum Gruppen, die die Handlung ausführen. Die andere Erklärung wäre einfach zu sagen, ja, manche Dinge passieren einfach durch Zufall oder wie gesagt durch Ursachen, die wir nicht kennen. Und was zu dieser Hypersensibilität für Handlungserklärungen auch gehört, ist, dass wir ganz oft denken, na, wenn es jemandem nützt, hat er es auch getan. Also das ist ein Muster, das wir sehr oft wahrnehmen, dass wir sowas sagen wie 9/11 hat dazu geführt, dass einige Menschen an der Börse viel Geld verdient haben, weil sie eine Woche davor darauf gesetzt haben, dass die Kurse von Fluggesellschaften fallen. Wie kann das sein, dass einige Menschen viel Geld verdient haben mit so einem schlimmen Ereignis, wenn sie das nicht schon vorher gewusst haben? Daniele Ganser, so einer der großen Verschwörungstheoretiker, der damit auch sehr viel Geld macht in Europa, der argumentiert so. Und das ist genau dieses cui bono-Prinzip. Er sagt, wenn es jemandem nützt, muss der damit was zu tun haben. Die andere Erklärung, die man auch geben könnte, ist, naja, unendlich viele Menschen, naja, nicht viele, ein paar tausend Menschen spekulieren oder ein paar zehntausend Menschen spekulieren an der Börse. Manche setzen auf fallende Kurse, manche auf steigende Kurse. Man kann auf alles Mögliche wetten. Und immer wenn irgendwas passiert, wird es auch mal ein paar Leute geben, egal wie unvorhersehbar das war, die zufälligerweise richtig gelegen haben und dann mit Glück damit Geld gemacht haben. Nur weil es jemandem nützt, heißt es nicht, dass die Person es getan hat. Das Prinzip kommt ursprünglich aus der Rechtsprechung. Wir kennen das so ein bisschen vom Tatort. Wer hat ein Motiv, etwas zu tun? Und oft bei menschlichen Handlungen suchen wir nach dem Motiv. Wenn wir wollen wissen, A hat B ermordet, oder sagen wir mal, B wurde ermordet, jetzt wollen wir wissen, ist A der Mörder in dem Tatort? Dann fragt die Kommissarin, hatte A ein Motiv, B zu ermorden? Und das ist ganz normal, dass wir bei Handlungen nach Motiven fragen. Aber nur weil einer ein Motiv hat, also einen Grund hätte, sich zu freuen, dass das und das passiert ist, dass zum Beispiel jemand stirbt, weil er dadurch erbt, heißt es noch nicht, dass die Person es wirklich getan hat. Das ist eher der erste Anstoß, sich damit zu beschäftigen. Es ist auch wichtig bei Handlungserklärungen, sich Motive anzuschauen, aber das Motiv selber ist natürlich keine Erklärung dafür, dass es passiert ist. Dass das cui bono-Prinzip wichtig in der Rechtsprechung, aber oft ein Fehlschluss, wenn man daraus schließt, dass man sagt, wem es nützt, der hat es getan. Und dann gibt es noch so etwas, was könnte man nennen magisches Denken. Also Leute, die glauben, es gibt sowas wie Energien, die uns genommen werden können. Leute, die sehr religiös, abergläubisch sind, spirituell sind, glauben, dass es übersinnliche Kräfte gibt, sind viel eher auch geneigt, an Verschwörungstheorien zu glauben. Ja. Wer sagt, nee, es gibt keine höheren Kräfte, ich glaube auch nicht an höhere Wesen, ich muss auch nicht auf Holz klopfen, ich kann auch im Fahrstuhl in der 13. Etage wohnen und am Freitag, den 13., eine wichtige Entscheidung treffen oder auch auf Platz 13 in im Flugzeug sitzen. Also die davor keine Angst haben, die sind auch für Verschwörungstheorien nicht so anfällig. Und was es auch noch gibt, zu den Untersuchungen zum Denkstil, Leute, die eher zum dogmatischen Denken neigen, also glauben, dass es entweder die Guten oder die Bösen gibt, oder dass etwas entweder wahr oder falsch ist und nicht, schlecht ausgedrückt, eine Beschreibung entweder vollkommen richtig ist oder... Ich drücke es nochmal anders aus. Wenn man etwas sagt, dass man entweder damit richtig liegt und es nicht sein kann, dass man sich irrt, so ein Beispiel für dogmatisches Denken, oder Leute, die die Extreme suchen, also wenn etwas passiert, dann muss eine ganz große Sache dahinter stehen. Es kann nicht sein, dass es einfach nur so irgendwo in der Mitte ist. Das sind auch typische Merkmale von Leuten, die eher an Verschwörungstheorien glauben. Ist auch kein, Widersprüchlichkeit ist auch kein Problem für Leute, für Verschwörungstheoretiker. Es gibt eine sehr lustige Studie, da hat man Versuchspersonen gefragt, was glaubst du, ist wahrscheinlicher, dass Lady Di in diesem Unfall gestorben ist? Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, die wurde verfolgt von Paparazzi und ist dann tödlich verunglückt bei einem Unfall. Also, aber es gibt so Theorien, die sagen, ja, vielleicht war das gar kein Unfall, aber vielleicht lebt sie noch. Und die werden gefragt, was glaubst du, was ist wahrscheinlicher, dass sie
da gestorben ist bei dem Unfall oder dass sie noch lebt. Und dann sagen die, es ist wahrscheinlicher, dass sie noch lebt. Also sie glauben nicht an die offizielle Geschichte. Und wenn man sie fragt, was glaubst du, ist sie durch einen Unfall gestorben oder wurde sie vom Geheimdienst ermordet? Dann sagen sie, ja, ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass sie vom Geheimdienst ermordet wurde. Glaube ich eher. Wenn man das zusammenführt, glauben sie gleichzeitig, dass sie wahrscheinlich noch lebt und wahrscheinlich vom Geheimdienst ermordet wurde. Und sie sehen aber kein Problem damit. Ne? Man hat das ist Schrödingers Lady Di, könnte man sagen. Sie ist gleichzeitig, wurde sie ermordet und lebt noch. Aber es geht nicht darum, logisch konsistent Wahrscheinlichkeiten abzuwägen, sondern es scheint einfach nur darum zu gehen, gegen die Standardmeinung zu sein. Und auch wenn zwei widersprechende Ansichten der Standardmeinung widersprechen, hält man sie beide für wahrscheinlich, ne? Was natürlich rein logisch nicht gehen kann. Und kann man vielleicht noch hinzufügen, das ist eine Untersuchung an 2,3 Millionen Facebook-Nutzern. Man hat mit einem Teil dieser Nutzer ein Experimente gemacht und hat es generalisiert und sich angeschaut, nach welchen Prinzipien Leute Fake News teilen und auch Verschwörungstheorien anhängen oder sie zumindest, oder wenn man Anzeichen hat, dass sie Verschwörungstheorien anhängen. Und man kann zeigen, die Leute, die eher auf Verschwörungstheorien glauben, sind auch viel schlechter darin, Fake News zu erkennen. Also sie haben nicht diese kritische Haltung, dass sie sagen, könnte auch eine Fälschung sein, ich gucke mir das nochmal genauer nach, sondern sie sind ein bisschen leichtgläubiger, könnte man sagen. Also das zusammen ist so ein Überblick, es gibt vielleicht noch ein paar mehr Beobachtungen, aber das, glaube ich, fasst so ganz gut zusammen, was die kognitive Seite von Verschwörungstheoretikern ausmacht. Es ist vor allem so ein intuitiver Denkstil, der halt nicht wissenschaftlich ist, bei Kausalität oft scheitert, glaubt, dass eher Menschen hinter Verursachungen zuständig sind. Wenn man Motive erkennt, deutet das auf eine Handlung hin. Und Nuancen zu finden oder Mittelwege oder abzuwägen, liegt den Leuten nicht. Sie neigen eher zu extremen, unreflektierten Auffassungen. Vielleicht Frage zu diesem Teil der Verschwörungsmentalität. Das ist jetzt keine explizite Frage bezüglich Verschwörungsmentalität, aber ich habe mich gefragt, ob es einen nachweisbaren Grund oder eine Erklärung dafür geben könnte, warum in Deutschland so viel auffällig gegen das Impfen waren, also da schon wirklich auffallend gegenüber allen anderen Nationen. Und hat das was mit einem Rechtsruck zu tun oder woran, oder historisch gesehen wegen der DDR oder Ja, das ist eine ganz schwere Frage. Ist, glaube ich, ist nicht richtig, ist noch nicht abschließend verstanden. Ich habe zu dieser Frage zum Impfen eine Folie, weil das schon vor Covid ein Thema war mit Impfung. Es gab schon davor radikale Impfgegner und ich glaube, es gibt zwei Gruppen, die gegen Impfung sind im rechten und im linken Lager, weil es verschiedene Motivationen gibt. Ich habe eine Folie noch dazu, vielleicht kommen wir dazu. Aber es ist schwierig, an Leute ranzukommen. Ne? Das ist immer so ein bisschen indirekt, man hat so ein paar Vermutungen, aber es gibt ein paar Forschungsergebnisse, die zeigen, warum Leute dagegen sind. Und die kurze Antwort ist, aber ich komme gleich, die Folie ist, entweder weil es für Macht steht, das ist eher am rechten Rand, wer mich impft, der will mich zwingen zu irgendwas. Und Leute am rechten Rand sind sehr stark gegen Macht, beziehungsweise gegen, wenn die Falschen die Macht haben, dafür sind sie sensibilisiert. Und am linken Rand geht es sehr stark darum, um Reinheit und Natürlichkeit, was kommt in meinen Körper und den Körper meiner Kinder, die muss ich schützen und dann ist es auch ein Grund dagegen zu sein. Deshalb waren sich da Linke und Rechte, glaube ich, bestimmte Gruppen, also kleinere Gruppen innerhalb der Linken und Rechten, einig. Und die Querdenkerbewegung hat sich auch gespeist aus diesen Lagern, die ein bisschen verschiedene Motivationen hatten, aber sie waren aus verschiedenen Motivationen gegen dasselbe, nämlich gegen dieses von oben angeordnete Impfen. Ich mache da gleich noch weiter. Ich mache auch ein bisschen was zu, was wir wissen über Leute, die an Verschwörungstheorien glauben. Kommen noch gleich noch ein paar Statistiken. Aber ich wollte noch mal den zweiten Aspekt machen. Verzeihung, ich habe gesagt, die Kognition ist das eine, das zweite ist die Motivation.
Und es gibt so eine Art Denkfehler durch den Schutz der moralischen Identität. Ich führe das jetzt nicht aus, wir machen eine ganze Sitzung dazu, so ein bisschen Foreshadowing, aber man kann zeigen, dass Menschen, wenn sie sich in einer bestimmten Verfassung befinden, eher geneigt sind, auch an Verschwörungstheorien zu glauben. Das hat gar nicht dann so viel mit ihrem Denken zu tun, sondern wie sie sich gerade im Leben fühlen und wie sie glauben, in der Gesellschaft integriert zu sein. Und man weiß zum Beispiel aus internationalen Studien, jüngere Menschen sind in den internationalen Studien etwas anfälliger für Verschwörungstheorien, sind auch etwas mehr Männer als Frauen in den großen Vergleichsstudien anfällig. Das sind jetzt keine riesigen Unterschiede, aber man kann sie schon nachweisen. Interessanterweise in Deutschland, ich mache das gleich nochmal ausführlich, die letzte große repräsentative Studie, hat man keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern gefunden. Also war ziemlich gleich in Deutschland, Männer und Frauen. Und in der jungen Altersgruppe gar nicht so viele Verschwörungstheoretiker. Die größte Gruppe waren die Alten. Das ist ein bisschen gegen den Trend in den anderen Ländern. Ja, vielleicht ein Unterschied, den wir in Deutschland schon mal haben. Und der Bildungsstand spielt auch eine Rolle. Je höher der Bildungsstand, desto seltener glaubt man an Verschwörungstheorien. Je niedriger der Bildungsstand, desto häufiger glaubt man an Verschwörungstheorien. Das ist sehr stark korreliert, Bildungsstand mit Verschwörungstheorien. Und jetzt kommt es, sozusagen geht es mehr in diese Richtung der Motivation. Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, sind eher autoritär in ihrem Denkstil. Das hatte ich gerade schon erwähnt. Dann denkt man immer erstmal, ist ja komisch, weil Verschwörungstheoretiker sagen doch, da gibt es böse Leute, die haben die Autorität und die Macht und da bin ich dagegen. Aber offenbar sind Leute, die selber autoritär denken, oft dafür sensibilisiert, dass die Falschen an der Macht sind. Also wer selber gerne an der Macht ist und sich gerne in Autoritäten und Hierarchien einordnet, der findet es nicht schlimm, wenn die richtigen Leute oben sind. Das ist ein bisschen stärker im rechten Lager vertreten. Aber wenn die falschen Leute an der Macht sind, die falschen Eliten, dafür sind die besonders sensibilisiert. Also man kann gleichzeitig autoritär sein und machtkritisch, aber machtkritisch im Sinne von nicht, dass grundsätzlich Macht was Schlechtes ist, sondern die Falschen sind an der Macht. Ja, Studie von Bruder. Und das greift vielleicht auch deine Frage ein bisschen auf. Es gibt einige Themen, die typischerweise man im rechten Lager findet, die auch typisch für Verschwörungstheorien sind. Deshalb sind sie insgesamt etwas stärker im rechten Lager verbreitet. Ne? Also, dass es Fremde gibt, die bedrohlich sind. Antisemitismus, ganz starkes Beispiel. Aber überhaupt diese Vorstellung, irgendwelche fremden, gefährlichen Wesen, Menschen, Leute kommen dort, Personen kommen dort. Das ist ein typisches Thema im rechten Lager. Auch ein Element der Verschwörungstheorie. Die Eliten sollte man kritisieren und man ist gegen das Establishment. Gibt es auch im linken Lager, keine Frage. Aber es ist ein Element, das man bei Verschwörungstheorien findet und in Extremform im rechten Denken oder im Rechtspopulismus. Es gibt auch Untersuchungen dazu, dass das eine durchgängige Haltung ist. Also es geht nicht den Leuten darum, dass dieses eine Problem besteht, sagen wir mal nur 9-11 oder nur Chemtrails, sondern man kann ziemlich gut zeigen, dass es eine allgemeine Haltung ist der Menschen. Also wenn jemand eine Verschwörungstheorie glaubt, man braucht nur eine Frage zu stellen zu 9-11 und wenn die Person das glaubt, glaubt sie auch, die Mondlandung war inszeniert und die Chemtrails sollen uns, also dass es wahrscheinlicher ist, dass es eher die Mondlandung inszeniert war und die Chemtrails uns betäuben sollen. Also es ist eine allgemeine Skepsis gegenüber allen großen Dingen, die passieren. Und das ist, glaube ich, sehr aufschlussreich und sehr interessant. Wenn man die Leute fragt, dann sagen sie typischerweise, sie haben das Gefühl der Entfremdung in ihrem Leben. Sie haben wenig soziale Interaktion, weit unter dem Durchschnitt. Sie fühlen sich nicht gut sozial integriert, haben auch oft Gefühle von Macht und Hilflosigkeit. Also das meinte ich mit Motivation, wenn man selber das Gefühl hat, in meinem Leben habe ich wenig Selbstwirksamkeit, wie man heute manchmal sagt, ich kann wenig bewegen, die Welt ist eigentlich gegen mich, dann neigt man eher dazu zu sagen, es sind die bösen Kräfte, die gegen mich sind. Und das Interessante ist, man kann das experimentell auch erzeugen. Also es gibt Versuche, die man macht mit Versuchspersonen, dann hat man zum Beispiel Studenten, kurz vor einer Prüfungssituation so Fragen gestellt. Also wenn man sehr nervös ist und weiß, das ist jetzt eine wichtige Prüfung, in 10 Minuten geht's los, jetzt muss ich noch diese Fragen beantworten.
Und Leute vor solchen Prüfungssituationen geben viel verschwörungstheoretischere Antworten auf Fragen als eine Vergleichsgruppe in einer normalen Situation. Also wenn man das Gefühl hat oder wenn man in einem Zustand ist, wo man gerade wenig Kontrolle hat und nervös ist und sich vielleicht auch bedroht fühlt, ist man eher ein bisschen geneigt, die Häkchen zu setzen bei 9/11 war vielleicht doch ein Inside-Job. Muss man immer mit Vorsicht genießen, solche Versuche, weil, haben wir ja gesehen in der letzten Sitzung, die Experimente manchmal auch nicht wiederholt werden können. Man muss da ein bisschen abwarten, ob das auch bei einem nächsten Durchlauf wieder rauskommt. Aber es gibt einige Versuche, die in diese Richtung deuten. Wenn man Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, so zufällig Zufallsmuster gibt, erkennen die viel eher darin Strukturen oder sehen darin eher etwas als die Vergleichsgruppe. Könnte auch sein, dass man, dass das so darauf hindeutet, dass man so eine Neigung hat, etwas in Dingen zu erkennen, wo gar nichts da ist. Und wie kann man das jetzt erklären? Ich glaube, man kann, das sind jetzt alles Hypothesen, aber es, sagen wir mal, die Evidenz konvergiert in diese Richtung. Also es kristallisiert sich so raus, dass es so drei Gründe gibt, warum es, wenn man in so einem Zustand ist, der Verunsicherung, der sozialen Isolation, warum man dann eher an Verschwörungstheorien glaubt. Es könnte eine Bewältigungsstrategie sein, nämlich einmal, wenn ich mich ohnmächtig fühle, wenig Macht spüre, kann ich dadurch, dass ich ein Geheimwissen habe, was nur wenig andere haben, eine neue Machtposition haben. Ich bin der, der die Ahnung hat, ich weiß, wie die Welt funktioniert. Die anderen sind diese Schlafschafe, die keine Ahnung haben. Denen geht es vielleicht ein bisschen besser finanziell, aber die wissen nicht, was wirklich in der Welt los ist. Ich bin derjenige, der den Durchblick hat, der diese Brille aufhat. Ne, wenn man die aufsetzt, dann sieht man die Welt, wie sie wirklich ist. Ne. Das Erste ist, ich habe Geheimwissen und dadurch ein Machtgefühl. Das Zweite habe ich schon angedeutet, ich kann meine eigene Ohnmacht oder meine negative Situation damit rationalisieren, mir selber erklären. Ich bin ja nicht schuld daran, auch nicht das Schicksal, ganz abstrakt, sondern es sind diese Eliten. Es ist diese Gruppe von Strippenziehern, die sind schuld an meinem Leid und dem Leid meiner Familie oder meiner Gruppe. Und das Dritte ist, es gibt auch diesen Wunsch, besonders zu sein. Ne? Also Leute wollen mit diesem Geheimwissen auch sich individualisieren. Das heißt, so ein ähnliches Gefühl, also Macht zu haben oder besonders zu sein. Ich habe etwas, was die anderen nicht haben. Das macht mich wenigstens in dem Punkt besonders, wenn ich auch in anderen Punkten vielleicht nicht so besonders ist. Und sollte man vielleicht dazu auch noch sagen, diese Motivation, sowas zu glauben, ist auch verbunden mit der Neigung zur Gewalt. Also Leute, die wirklich glauben, es gibt diese Verschwörungen, die sind auch eher bereit, dann Gewalt einzusetzen, um ihre Interessen durchzusetzen. Also wir haben es beim Sturm aufs Kapitol gesehen, es gab die Verschwörung, die Wahl wurde Trump geklaut. Die Leute haben wirklich Waffengewalt angewendet, das sind ja auch, ich glaube, eine Person ist gestorben, ne, insgesamt, oder zwei sogar. Also die haben Gewalt angewendet und das ist natürlich in der Paranoia der Verschwörungstheorie auch logisch. Also wenn ich diesen ersten Schritt mache und sage, da gibt es wirklich, die Wahl wurde gestohlen von Antidemokraten, wenn man das wirklich glaubt, dann denkt man natürlich auch, naja, da muss ich ja was dagegen tun. Ja, wenn ich jetzt wirklich glaube oder wenn ich wirklich glaube, das sind böse Echsenmenschen, die mich beherrschen, unter der Prämisse ist es natürlich dann auch geboten, sich gegen die zu wehren. Ne? Sind ja Unterdrücker. Das ist jetzt eine Beispielstudie, es gibt inzwischen mehrere Studien, die zeigen, dass diese Form der Ideologie auch dazu führt, dass die Leute sagen, ja, ich sollte ruhig Gewalt anwenden. Fragen noch dazu? Jetzt komme ich zu der Frage, die... Ja. Das waren ja jetzt auch alles ziemlich negative Beispiele für Verschwörungstheorien. Ja. Das ist auch positive, also zum Beispiel Sozialdarwinismus könnte ja vielleicht auch eine Form von Entantwortung für die positive Verschwörung. Was meinst du mit positiv? Also positiv im Sinne von, dass es den Menschen halt zugute kommt, also ihnen gelegen kommt, sich als überlegene Rasse zu fühlen, wenn sie asozial-darwinistische Theorien glauben. Ja.
Ah, okay. Also genau, alle Verschwörungstheorien, die man bespricht, sind typischerweise welche, wo Leute sagen, die anderen, die an der Macht sind, sind nicht meine Gruppe und die sind für mein Leid oder das Leid meiner Gruppe verantwortlich. Aber ich könnte mir ja auch eine Konstellation denken, wo ich auf der Seite der Gewinner bin, indem ich sowas sage wie, als weiße Person gehöre ich zur überlegenen Rasse und deshalb habe ich dann einen Vorteil. Das kann ich mir auch einreden. Ja. Arische Rasse, ja, also es gibt Untersuchungen zu dieser Social Dominance Orientation. Das ist ein Element des rechten Denkens oder des menschenfeindlichen Denkens, könnte man sagen. Also diese Vorstellung, es gibt Gruppen, die besser sind als andere und die Extremform ist, man hat dann auch das Recht, die zu unterdrücken oder vielleicht sogar zu töten. Und interessanterweise komme ich gleich dazu. Es gibt eine große Überschneidung von den Kernelementen dieses sozialdarwinistischen Denkens, wird das manchmal oder sozialdominanten Denkens, Social Dominance Orientation und auch autoritär rechten Denkens mit den Verschwörungstheorien. Also die teilen sich bestimmte Elemente. Ich glaube, die Gemeinsamkeit ist auch, dass es beides Rationalisierungen sind. Entweder habe ich eine Rationalisierung, die anderen sind böse, weil sie an meinem Leid schuld sind. Oder, egal ob die an meinem Leid schuld sind oder nicht, ich bin besser aufgrund von, und dann kommt da irgendwas, meiner kulturellen oder genetischen oder was auch Überlegenheit. Also es sind beides sind sozusagen im Status- oder Gruppenkampf Strategien, damit umzugehen. Beide sind nicht richtig evidenzbasiert, es ist ausgedacht. Aber ich glaube, in dem Punkt unterscheiden sie sich auf jeden Fall. Aber es gibt die Überschneidungen. Ich glaube, die werden jetzt genau klar und auch die andere Frage von dir wird beantwortet. Also man findet Verschwörungstheorien natürlich überall, aber man findet sie stärker in den politischen Extremen, vor allem am rechten Rand, aber auch am linken Rand. Also das ist typisch in der politischen Verteilung, dass sie am Rand stärker sind, Verschwörungstheorien. Ich habe schon gesagt, es gab diese letzte repräsentative Umfrage, da sind 11%, etwa 10% sind so Vollblut-Verschwörungstheoretiker und 30% glauben an die eine oder andere. Ja? Man sagen, muss man mal fragen, wie stark glaubt man wirklich daran am Ende, aber ich zeige gleich noch die Grafiken dazu. Und meine Vermutung ist, das geht, glaube ich, in diese Richtung, das kommt jetzt sozusagen aus anderer Forschung, aber das konvergiert mit dieser Beobachtung, ist, dass diese Rechten, könnte auch sagen traditionalistische Theorien, haben auch eher diese traditionalistischen moralischen Themen, nämlich Autorität ist ein wichtiges Thema im rechten Diskurs, wer hat die Macht, meine Gruppe oder der andere, ne? Diese. Und das Zweite, wer gehört zur Gruppe und wer gehört nicht dazu? Wer gehört zu meiner Gruppe und wer gehört nicht dazu? Wer gehört zur guten Gruppe aufgrund von Kultur oder Gen und wer gehört zur minderwertigen Gruppe? Und diese beiden Themen, Autorität und Loyalität, werden in der Extremform das autoritäre Denken oder Autoritarismus, das ist die Extremform von Autorität, diese Social Dominance Orientation oder diese Menschenfeindlichkeit, wie man im Deutschen sagt, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, ist die Extremform dieser Loyalität. Ne, da geht es darum, wer ist so weit weg von meiner Gruppe, dass diese Person oder diese Gruppe gar nicht mehr lebenswert ist. Und die Parallele, die man da ziehen kann, ist von dieser berühmten Studie von Adorno zum autoritären Charakter. Sie ist sehr berühmt geworden, sie ist wissenschaftlich nicht besonders gut. Ne, eine der am wissenschaftlich schlechtesten berühmten Studien. Es stimmt zwar fast alles, was da Adorno herausgefunden hat, aber die Methoden sind genau die, die man nicht anwenden sollte, sozusagen, wenn man sich mit Wissenschaft beschäftigt, aber trotzdem kam das Richtige raus am Ende und der hatte schon sehr früh die Beobachtung gemacht, dass im rechten Denken Aberglaube und Schicksalsglaube eine große Rolle spielt, diese Menschenfeindlichkeit, die du beschrieben hast, Macht und Autorität und dieser Glaube, es gibt das Böse in der Welt, das man bekämpfen muss. Und fast alles findet man wieder in der Verschwörungstheorie, ne? Also die bösen Zionisten, sie sind das Böse, sie sind an Macht interessiert und es ist unser Schicksal, die zu bekämpfen. Und das beantwortet auch die Frage davor. Ich glaube, man kann auch sowas sagen wie, es gibt linke oder progressive oder grüne Verschwörungstheorien vielleicht sogar. Die haben eher mit diesen Themen Fürsorge und Reinheit, Natürlichkeit zu tun, die man in bestimmten Ausformungen eher, sagen wir mal, im progressiven Diskurs findet, also sich um die Schwachen und Benachteiligten zu kümmern, vor allen Dingen die Kinder. Und da kommt genau diese Frage ins Spiel,
was gelangt in meinen Körper und in den meiner Kinder, was ist natürlich und was ist künstlich. Die Impfung ist künstlich, künstlich ist schlecht, machen wir noch eine ganze Sitzung dazu. Und wer nutzt die Schwachen nur aus? Ne? Also Impfen und Big Pharma, das sind die sind mächtig. Die Nahrungsmittelkonzerne, die machen doch da alles Mögliche böse ins Essen. Also das findet man eher im linken Lager. Und ich glaube, das war vielleicht einer der Gründe, warum die Querdenker beim Impfen sich getroffen haben. Weil die einen gesagt haben, ne? Die einen haben gesagt, die benutzen ihre Macht und lassen uns impfen gegen unseren Willen. Und die anderen haben gesagt, die tun was in unseren Körper und in unserer Kinder. Und das ist gefährlich. Und dann waren sie sich beide einer Meinung, dass da was Schlimmes passiert. Das sind nur noch die Grafiken. Ich überspringe das jetzt einfach. Wer eher an Verschwörungstheorien glaubt, ne, die Wähler von Rechtspopulisten viel stärker als alle anderen Parteien. Bildungsstand spielt eine echte Rolle. Und ich gehe noch auf zwei kleine Sachen ein. Zum Ende, es hat echte Verschwörungen auch gegeben. Also eine Verschwörungstheorie ist nicht dasselbe wie eine Theorie über eine Verschwörung. Das wird auch oft als Beispiel genannt von Verschwörungstheoretikern, dass es auch echte Verschwörungen gegeben hat. Der berühmteste Fall ist Grand Tobacco von 1964. Da haben sich die großen konkurrierenden Tabakfirmen zusammengetan, um Studien zu fälschen und zu unterdrücken, die herausgefunden haben, dass Rauchen Krebs verursacht. Das ist, glaube ich, ein, zwei Jahre später rausgekommen. Es wurde aufgedeckt komplett, aber wenn man jemandem damals gesagt hätte, wahrscheinlich, du, die großen Tabakfirmen haben sich in einem Hinterzimmer getroffen, um die Forschung zu fälschen, Rauchen verursacht tatsächlich Krebs, die wissen das alle, aber um ihren Profit zu maximieren, halten die alle dicht. Hätten wir wahrscheinlich alle gedacht, das ist eine Verschwörungstheorie, aber es war eine echte Verschwörung, die auch belegt wurde. Ein zweites sehr schlimmes Beispiel ist das Tuskegee-Experiment. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist in Amerika durchgeführt worden über 40 Jahre. Und da hat man Wanderarbeiter es waren schwarze Wanderarbeiter im Süden von Amerika, die Syphilis bekommen haben. Und die Syphilis konnte man wusste ab den 40er Jahren, dass sie mit Penicillin, also mit Antibiotika, behandelbar war. Die Syphilis hat sehr, sehr schlimme Langzeitfolgen. Man verkürzt die Lebenserwartung. Es ist eine schlimme Krankheit, an der man am Ende stirbt, durch die Giftstoffe, die da ausgesetzt wurden. Und dieses Experiment, das war ein grausames Menschenexperiment, das in Amerika durchgeführt wurde und ist erst 1972 abgebrochen worden, obwohl man schon 30 Jahre lang etwa wusste, ab 1940 etwa wusste, man hätte das behandeln können, nur um zu sehen, wie die Langzeitfolgen sind. Ja, und auch das, wenn man das jetzt so jemandem damals erzählt hätte, hätte man gedacht, das ist ja Wahnsinn, das ist eine Verschwörungstheorie. Der Staat macht sozusagen Menschenexperimente. Vor allen Dingen das Land USA, das nationalsozialistische Deutschland im Krieg geschlagen hat und diese ganzen Gräueltaten, diese Menschenexperimente gesehen hat. Aber es ist tatsächlich so durchgeführt worden. Man kann das PRISM-Programm der NSA auch dazu zählen. Das ist auch eine echte Verschwörung. Ne? Wenige Leute haben uns die Telefon abgehört, unter anderem das Telefon von Angela Merkel. Das ist nicht das ganz typische Modell, aber man könnte es noch dazu zählen. Snowden hat das 2013 enthüllt. Aber auch das war eine kleine Gruppe von mächtigen Leuten, in dem Fall ein Geheimdienst, der im Geheimen die Strippen gezogen hat. Und es gibt auch Untersuchungen zu Exxon, einer der größten Mineralölkonzerne der Welt. Und das ist schwer direkt nachweisbar, aber es gibt indirekte gute Evidenz, die auch in guten Journals erschienen ist. Man kann zeigen, dass Exxon und andere Unternehmen haben sogenannte Contrarians, also Leute, die so gegen den Mainstream sind, finanziell unterstützt. Und die Themen, die da aufkommen, so im Sinne von der menschengemachte Klimawandel ist nur eine Theorie unter vielen. Man kann zeigen anhand von semantischen Analysen, dass Themen, Textbausteine, Ideen von diesen Netzwerken auch in die breite Medienlandschaft geflossen sind. Und das ist ein wichtiger Faktor, diese Netzwerke sind, die das immer wieder teilen und verbreiten. Wie viel Absicht und Plan dahinter war, ist schwer zu sagen, aber es wurde auf jeden Fall gefördert, weil die natürlich gehofft haben, lange Zeit, dass das möglich ist, dass ihnen das nicht auf die Füße fällt als größter Verursacher von
CO2 in der Atmosphäre. Ich habe die Quellen, ne, damit nicht niemand mir jetzt sagt, das klingt ja auch wie eine Verschwörungstheorie, das sind die Quellen vom Guardian, der New York Times und den von Farrell, das ist in Nature Climate Change, also in einer der führenden Journals erschienen. Das ist eine der ersten Netzwerkanalysen von diesen semantischen Bausteinen. Ja, es hat echte Verschwörungen gegeben. Und jetzt kommt vielleicht noch ein ganz interessanter letzter Aspekt zu Verschwörungstheorien. Man kann sich natürlich dann fragen, naja, wenn es echte Verschwörungen gegeben hat, spricht ja nicht so viel dagegen, dass es jetzt noch ein paar Verschwörungen gibt, die wir einfach noch nicht aufgedeckt haben. Also der Verschwörungstheoretiker sagt ja nichts anderes als, wenn ich dir 5 oder 6 Verschwörungen zeigen kann in der Menschheitsgeschichte, die eindeutig aufgedeckt wurden, wo genau das passiert ist, was ich immer sage, könnte doch gut sein, dass das noch 10, 15, 20 andere gibt. Also kann man sich also mal die Frage stellen, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass so eine Verschwörungstheorie aufgedeckt wird? Die ich gerade genannt habe, wurden ja alle aufgedeckt. Und diese Frage hat sich ein Mathematiker gestellt, Grimes, ich glaube John Grimes heißt der. Und der hat sich gefragt, wie lange hält eigentlich so eine Verschwörung? Wie lange kann man die eigentlich aufrechterhalten? Und seine Beobachtung kann man eigentlich so ein bisschen beschreiben mit dem Phänomen der Überraschungsparty. Also wer schon mal eine Überraschungsparty gemacht hat, weiß, also da wird jemand, sagen wir mal, wird jemand 25 oder 30 und ich habe so 20, 30 Leute, die besten Freunde, denen erzähle ich das alles und die müssen jetzt alle dicht halten für eine Woche und dann machen wir diese Überraschungsparty, dass es wirklich eine Überraschung wird. Und meistens verplappert sich jemand. Also 30 Leute müssen eine Woche dicht halten für einen kleinen Scherz und die verplappern sich. Also eine Mini-Verschwörung sozusagen, eine geheime Geburtstagsverschwörung wird ziemlich schnell aufgedeckt. Jetzt kann man sagen, wie ist denn das bei diesen anderen Verschwörungen? Und auch da gibt es ziemlich viele Motivationen, wenn man sich mal richtig überlegt, dass das aufgedeckt wird. Also nehmen wir mal an, ne, bei der NASA, ich habe jetzt vergessen, wie viele Leute da mitgearbeitet haben, 100.000 Leute haben bei der NASA, waren bei der NASA eingeweiht und das wurde alles in den Filmstudios von Hollywood gedreht, es gab keine Mondlandung. Dann müssen die paar tausend Leute ihr Leben lang gegenüber allen anderen Leuten dicht halten und keiner von denen darf das erzählen. Also niemand darf irgendwie unzufrieden sein oder genervt von einem anderen und will dem einen auswischen. Niemand hat ein schlechtes Gewissen, dass man die Welt betrügt und sagt irgendwann, naja, ich kann damit nicht mehr leben, ich muss das rauslassen. Niemand prahlt mal, wenn er betrunken ist in der Kneipe, die Mondlandung, ich war dabei, das haben wir alles im Studio aufgenommen und so weiter. Niemand lässt sich bestechen oder will Geld oder berühmt werden mit der Geschichte, weil er sie als erstes an die Presse bringt. Also es gibt unglaublich viele Motivationen, die dazu führen konnten, dass man das eigentlich aufdeckt. Und wenn man das alles einrechnet, dann kann man sagen, naja, man kann vielleicht so eine Formel, über den Daumen gepeilt, das ist jetzt keine strenge mathematische Formel, aufstellen. Das hat ein Mathematiker gemacht, Grimes, der hat gesagt, ich gucke mir alle Verschwörungen an, die aufgedeckt wurden und gucke, wie viele Personen waren beteiligt. Das ist ein wichtiger Faktor. Je mehr, desto wahrscheinlicher ist es, dass es rauskommt. Das zweite ist, ich versuche mir irgendwie so um den Daumen gepeilt so einen Faktor zu finden, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer einen Fehler macht und sich verplappert. Und das dritte ist, wie lange gibt es die Verschwörung schon? Ne? Je länger es die gibt, desto wahrscheinlicher ist auch, dass es rauskommt. Und dann hat er halt ein Beispiel genommen und hat gesagt, na, bei PRISM, das war dieses NSA-Abhörprogramm, haben immerhin 36.000 Menschen mitgearbeitet, ziemlich viele. Es hat 6 Jahre gehalten, bis Snowden das aufgedeckt hat, also bis einer ein schlechtes Gewissen hatte oder zumindest damit bekannt werden wollte. Ich sag mal, er hatte ein schlechtes Gewissen. Also 36.000 Menschen, 6 Jahre und es hat eine sehr hohe Geheimhaltungsstufe. Also das, die sind schon so alle so trainiert, dass sie nicht einfach mal so auf einer Party was erzählen. Ne? Kann man sagen, hohe Geheimhaltungsstufe, hohe Fehler, eigene Fehlerkontrolle. Also das hat 6 Jahre gehalten. Beim Tuskegee-Experiment waren immerhin 3.000 Mitarbeiter, ziemlich krass, und hat 25 Jahre haben die dicht gehalten, haben es niemandem erzählt. Das ist schon, auch schon krass. Und jetzt sagt er, naja, wenn ich diese Formel habe, dann kann ich das auch auf die Mondlandung anwenden. Also angenommen, die Mondlandung wäre jetzt wirklich eine Verschwörung. Ich habe mich richtig erinnert, es waren nicht nur ein paar 10.000, es gibt 400.000 NASA-Angestellte. Das wusste ich nicht.
Und er sagt, bei den Faktoren, die er berechnet hat, hätte es ungefähr 3 bis 4 Jahre gedauert, bis einer gequatscht hätte. So, das ist sein Argument zu sagen, wahrscheinlich ist die Mondlandung rein statistisch gesehen keine Verschwörung, das wäre einfach zu schnell rausgekommen. Ja. Die Bücher zu Verschwörungen gibt es in der Buch im Keller, der nicht existiert. Fazit: Verschwörungstheorien hat es immer gegeben. Beste Beispiel in meinen Augen sind Religionen. Das sind eigentlich Verschwörungstheorien. Verschwörungstheoretiker sind heute nicht mehr isoliert, sondern können sich digital vernetzen und in Echokammern gegenseitig bestätigen. Das ist ein neues kulturelles Phänomen. Sie funktionieren nach dem Muster Verschwörungstheorien. Nichts ist, wie es scheint. Hinter allem steckt ein Plan. Und für das Leid der Welt ist eine kleine Gruppe von mächtigen Strippenziehern verantwortlich. Viele Verschwörungstheorien haben antisemitische Elemente. Und diese Verschwörungsmentalität, die Menschen dazu geneigt macht, an Verschwörungstheorien zu glauben, entspringt aus einem intuitiven Denkstil, also aus einem unwissenschaftlichen und magischen Denken, das ist die kognitive Seite, und aus sogenannten identitätsschützenden Denkfehlern, die viel zu tun haben mit Macht, Angst und eigenem Kontrollverlust. Und, haben wir auch gehört, es hat natürlich auch echte Verschwörungen in der Menschheitsgeschichte schon gegeben, aber wenn man das über den Daumen peilt, empirisch sich ausrechnet, kann man sagen, je mehr Personen in eine Verschwörung eingeweiht sind und je länger das die schon zurückliegt, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass die Verschwörung früher oder später aufgedeckt wird. Fragen noch dazu? Ja. Ja, ich glaube, es gibt keine gute Definition, was eigentlich eine Ideologie ist. Weil wenn man Ideologie sagt, es hat irgendwas mit Werten zu tun, dann hat jeder eine Ideologie, der Werte hat. Wenn man sowas sagen möchte wie Ideologie, hat was damit zu tun, dass die Art und Weise, wie ich die Welt bewerte, normativ, also wie die Welt sein sollte oder wie eine gute Welt aussieht, dass das beeinflusst, wie ich die Welt faktisch sehe. Das scheint mir eine plausible Annahme zu sein. Dann kommen wir sehr stark in diese Motivated Cognition, interessengeleitete Kognition. Dann ist das ein Element, würde ich sagen, von Verschwörungstheorien, dass es immer auch was mit meinen Werten zu tun hat, nämlich habe ich Macht, gibt es einen Grund für meine Machtlosigkeit, sind die Falschen an der Macht, gibt es da Gefahren da draußen in der Welt. Also es hat irgendwas mit Werten zu tun. Wir machen eine ganze Sitzung zu diesem ideologischen Denken. Also wenn man es so lesen würde, würde ich sagen, das ist ein Hauptelement. Aber wenn man einfach nur sagt, Ideologie heißt, man hat irgendwelche Werte, dann hat der Verschwörungstheoretiker genauso eine Ideologie wie jemand, der nicht an Verschwörungstheorien glaubt und meint, die Grundgesetze sind wichtig und man muss bestimmte Dinge in der Welt besser machen, ja, was so ungefähr wie jeder Mensch sagen würde. Ja. Also als Anschluss daran, wo würde man dann zum Beispiel diese Incel-Bewegung einordnen? Also die Incel sind meistens junge Männer, die involuntary celibatory sind, also ungewollt zölibatär leben, also keinen Sex haben. Die haben öfter auch mal, also ich bin jetzt kein Experte für diese Szene, aber da gibt es auch öfter mal so Ideen, dass da auch Verschwörungen irgendwie eine Rolle spielen, aber da würde ich erstmal auf den ersten Blick sagen, so von meinem oberflächlichen Wissen, dass das eher mit einem bestimmten Lebensstil was zu tun hat. Also da muss es gar nicht unbedingt darüber gehen, dass es eine große Verschwörung gibt. Die sagen vielleicht auch sowas, irgendwas ist schuld, vielleicht die moderne Kultur oder weil die Frauen ihre Werte verloren haben oder was auch immer sie da als Begründung geben dafür, dass sie in ihrer Situation sind, aber es muss nicht unbedingt eine Verschwörung sein. Aber es ist natürlich, man ist schnell geneigt, wenn man in einer Situation ist, wo man sagt, ne, das habe ich eigentlich nicht verdient. Ne? Ich sollte genauso Sex haben und Spaß haben im Leben wie alle anderen auch. Dann ist man nach den Studien, die man
so kennt, eher geneigt, vielleicht dafür auch wieder einen größeren Grund. Ne? Es liegt jetzt nicht an mir, an meinem Charisma oder Aussehen oder meinem Auftreten oder meinem Verhalten, sondern es liegt an was anderem. Also es könnte gut sein, dass man dazu Studien findet, die zeigen, dass die auch an Verschwörungstheorien glauben, aber sie könnten sich das auch anders rationalisieren, ne? Dass man einfach sagt, die Kultur ist halt so oder das ist einfach so unfair, ohne dass man sagen muss, da steckt noch ein großer Plan dahinter. Ja. Zum Punkt 1. Verschwörungstheorien hat es immer gegeben. Das beste Beispiel sind Religionen. Da fällt mir ein ganz populärer Naturwissenschaftler ein, und zwar Harald Lesch, ja. Der öffentlich sich zu seinem göttlichen, zu seinem Glauben, ja, an Gott bekennt und im Interview sagt, mit zunehmendem Alter noch mehr. Also er ist, ja, immer mehr Wissenschaftler durch seine Berufserfahrung, durch seine Forschung, ja, und er ist gottgläubig. Ja. Da muss er mit sich selber ausmachen, würde ich sagen. Also dazu sage ich mal zwei Sachen. Das erste ist, es gibt Religionen, die, und das sind typischerweise die Weltreligionen, ich kenne mich jetzt im Christentum am besten aus, da geht es natürlich darum, dass der allmächtige Schöpfergott, dieser eine Gott, die Antwort auf das Leid ist. Also im Christentum ist das Hauptthema, dass der Mensch leidet im Leben und dann irgendwann stirbt und ihm auch Unrecht im Leben widerfährt. Und die ganze Idee im Christentum ist, das wird aber aufgefangen, weil es danach ein Leben nach dem Tod gibt oder das Reich Gottes, das Himmelsreich, in dem alles gut ist. Also es ist ein Erklärungsmodell, ist glaube ich auch eine Rationalisierung, eine Erklärung, die mir sagen soll, egal wie schlimm das Leben im Diesseits ist, im Jenseits wird es besser werden. Insofern ist das hier nun gerade kein Beispiel, wo ich sagen würde, das ist eine Verschwörung. Aber die meisten anderen Religionen, die nicht so einen personalen Gott haben wie das Christentum, sondern so, es gibt 3.000 bis 5.000 Religionen, je nachdem, wie man zählt, so kleinere Religionen, die Religionsanthropologen untersuchen. Und da ist es typischerweise so, dass die Götter oder Gottheiten gar nicht allmächtige Wesen sind wie der eine Gott, sondern so, wie gesagt, so Hexen, Geister und Dämonen, die werden typischerweise für das Leid verantwortlich gemacht. Die sind auch gar nicht benevolent, so nett zu den Menschen, sondern eher so ein bisschen bösartig, ne? Wie man es auch aus anderen Religionen kennt. Bei den Römern oder den Griechen gibt es auch ein paar Götter, die gar nicht so menschenfreundlich waren, sondern eigentlich so ein bisschen ihren eigenen Interessen gefolgt sind, ne? Wenn man sich so die Mythologie anschaut. Und das ist das Erste dazu. Deshalb würde ich sagen, ist das kein Gegenbeispiel, sondern nicht alle Religionen folgen diesem Muster, aber auch im Christentum kann man sagen, da gibt es ein höheres Wesen, das die Weltgeschicke lenkt. Und jetzt gibt es, das zweite Phänomen ist eher so ein, ich glaube, ein psychologisches Phänomen. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass sehr viele Menschen, wenn sie älter werden, dann doch irgendwie so eine Form von Glauben für sich entdecken. Und es gibt einige Experimente, die zeigen, wenn man mit seinem eigenen Tod konfrontiert wird, ist man eher geneigt, gläubig zu sein. Wenn ich Leute dazu bringen will, zu glauben, darf ich ihnen nicht ganz viele Geschichten aus der Bibel vorlesen oder aus einem anderen heiligen Schrift, aus dem Koran oder der Tora oder was weiß ich, weil das bringt Leute nicht dazu zu glauben, sondern ich muss ihnen die Endlichkeit vor Augen führen. Und immer wenn wir uns mit der Endlichkeit konfrontieren, Scott Atran hat dazu Versuche gemacht, dann sind wir ein bisschen geneigter, doch zu glauben, vielleicht gibt es da doch was Höheres, was mich in meiner also mir das irgendwie erträglich macht, dass es die Endlichkeit gibt. Das wäre jetzt meine atheistisch-existenzialistische Erklärung. Und sonst müsste man mit Harald Lesch sich mal genau unterhalten, was jetzt seiner Meinung nach jetzt genau die Naturwissenschaft mit Gott zu tun hat. Ich glaube gar nichts, weil Gott typischerweise als Erklärungsmittel außerhalb der Naturwissenschaft liegt und eigentlich den ganzen Prinzipien der Wissenschaftstheorie widerspricht. Wir sollen keine Entitäten einführen, für die wir keine Hinweise haben, also auch keine höheren Wesen, keine Gottheiten. Oder müsste man ins Detail gehen? Gut, haben wir alle großen Themen, Verschwörungstheorien, Harald Lesch und Gott abgehandelt. Dann vielen Dank und bis zur nächsten Sitzung.